Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach. Und ich kann mich im Moment noch nicht satt sehen an unserem neuen Rasenmäher. Einfach nur herrlich. So, wir haben den März. Checken wir nochmal die wesentlichen Themen durch. Also, müssen wir noch irgendwas verkaufen? Nein. Ja, Holz ist klar. Machen wir, aber nach und nach. Tiere? Das passt. Wo sind unsere Eier? Die sind auch irgendwo, keine Ahnung. Und ja, auch so ein Satz, den man... Na gut. Ja, das war's dann für den März. Wir gucken nochmal eben schnell in den Pflanzkalender. Ne, wo ist der da? Und stellen fest, wir müssen zwangsläufig Carrot... Zuckerrüben würde ich dann im März wahrscheinlich auch anpflanzen, wenn wir ein Zuckerrübenfeld hätten. Bomben, Oliven, das macht alles Hafer. Ja. Gut. Dann. Hallo, April. So, jetzt geht's los. Wichtig ist, wir haben auch noch die Grasfelder da hinten, aber die lasse ich jetzt erstmal. Die lasse ich jetzt erstmal brach liegen. Das wird sonst alles ein bisschen too many. Wir fangen mit dem größten aller Felder an. Mit der 8. Und hauen da zuerst Hanf drauf. Welchen Trecker nehmen wir denn für 250 PS? Nehmen wir den. Dann nehmen wir doch einfach den. So, der Farming Simulator ist etwas leise. Dann machen wir mal ein bisschen lauter. So. So müsste das halbwegs passen. Also, wo ist unsere Saatmaschine? Hier. Dieser Breitmaulfrosch. Gut, dann müssen wir erstmal auffüllen. Saatgut und Dünger. Und dann fangen wir mit dem längeren der beiden Felder an. Dann kümmern wir uns mal ganz in Ruhe um unseren neuen Rasenmäher. So, wie viel haben wir da noch drin? 12.000, ja, könnten wir auch mal wiederholen, neuen Kram. Da haben wir doch hier gerade den hier stehen, ne? Ja, auch noch mal zum Händler, bitte. Dünger. So, und Saatgut einstellen auf Hanf. Was bringt denn eigentlich Senf? Das finde ich ja auch ganz spannend. Das gucken wir mal. Mustard. Oh ja. Bis 2000 hoch, wie Cranberries auch. Wie ernten wir Senf? Ja, Mustard. Auch mit dem hier? Mustard. Ja. Senf. Schönes Feld voll Senf. Das hätte auf jeden Fall was. Würde ich persönlich sehr, sehr feiern. So, der ist beim Satz-Sägewerk angekommen. Okay. Einmal hier über die Rabatten.
Kurs. Vorgewende 2, Scharf, Gogo, Gadgetto, Helikopter. Hanf ist eingestellt. Erster Wegpunkt, Feuer frei. Ach so. Hahaha. Ha, ha. Ich hatte mich schon gewundert. Das sah irgendwie komisch aus. Aber ich war im Kopf nicht in der Lage, diese immense Transferleistung abzurufen. So, eine knappe Stunde. Das ist okay für so ein Riesenfeld. Ist natürlich auch ein sehr, sehr heftiger Schlepper. Der wird das also ohne Probleme hinbekommen. So, Bad Segeberg. Oh, 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 oh. Also einmal pro Folge. Wir haben uns ja darauf geeinigt, einmal pro Folge lade ich hier diesen Anhänger auf. Dann weiß jeder genau, was los ist. Nächste Folge können wir mal das... Können wir mal die Hackschnitzel wegfahren. Dann ist das überschaubar. Wir brauchen die Kohle. Es sind pro Anhänger 20.000 Euro. Ich persönlich will ja auch jetzt mit dem neuen Rasenmäher spielen, aber dann bleibt das wieder irgendwie so auf der Strecke. Und es spawnt noch nach. So viel Zeug haben wir, das ist der Hammer. Ich glaube aber, dass unser Rohholzvorrat jetzt aufgebraucht ist. Guck ich gleich mal nach. Da gucke ich jetzt mal nach, interessiert mich. 47.000 noch. Das heißt, eigentlich würde ich ganz gerne das nächste Geld in einen Vollholzernter investieren. So ein Rodney. So, 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 so. Naja, so mittelmäßig schön, ne? Okay. Weil der Rodney, dann könnte ich die Bäume ummachen und würde die direkt hier reinziehen. Gar nicht klein machen oder irgendwas. Das wäre super praktisch. So. Das war's schon. Hat doch gar nicht wehgetan. Zack. Ach, da können wir das Simuliermittel gleich nochmal mitnehmen. Jawohl. Das machen wir. Na gut. Also den nächsten Kompaktlader, den wir im Schnäppchenmarkt sehen, den kaufen wir. Und dann höre ich auf, hier die Sachen von Hand aufzurätseln. Okay, einverstanden? Alle miteinander? Dann haben wir hier einen kleinen schönen Kompaktlader. Oder einen Teleskoplader. Ich wäre so bei Kompaktlader oder Teleskoplader. Wobei, so einen kleinen Kompaktlader, den hätte ich echt gerne zu Hause. Wir haben Dünger.
also zu Dünger. So, Big X, los geht er, Peter. Gucken, ob wo du überall hängen bleibst auf dem Weg zu... Hier oben, ne? Genau. So, das erstmal so. Feld 9. Feld 9. Umbenennen in Feld 9. Gras. Zack. So, wo sind denn unsere... Ja, die... So, wir schauen mal. Der Ariane 140 PS. Wir nehmen die beiden MFs hier. Dich. Ich habe nämlich vor, mit den großen Ladewagen abzufahren. Und da war mir der Klaas letztes Mal ein kleines bisschen schwach auf der Brust. Deswegen tauschen wir jetzt durch. Oh, super. Nicht gedacht, dass das passt. So, der fährt ja hier schnell hin. Da stützen wir mal dabei. Können wir schon mal... Das tun wir mal hier an der Seite. So, dann haben wir nämlich wieder 19.000, schon mal besser. Dann gehen die Großen nämlich tatsächlich jetzt erstmal an die Ladewagen. Dann gucken wir mal, ob wir noch einen kleinen mitnehmen, der so zwischenfährt. Weil da die Kleinen echt wenig Sinn machen irgendwie. Brauchen wir eigentlich einen dritten Ladewagen? Brauchen wir dann sowieso, weil wir werden so unglaublich viel Handfibers rauskriegen. Das wird schon der absolute Hammer. So, wo ist denn aber der Klaas? Ja. Braucht nämlich noch Saatgut. So. Sehr, sehr, sehr gut. So, wie geht's unserem... Was schon auf dem Rückweg der ersten... des ersten Vorgewendes. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut. Machen wir noch mal ein Foto. Und dann haben wir das auch. Und dann können wir mal beiden losschicken hier. Zu Feld 9. Du auch.
Oh. So. Okidoki. Also, dann haben wir in dieser Folge immerhin geschafft, unseren Hanf in den Boden zu bringen, zumindest anfänglich. Und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt hier einen kleinen Cut und in der nächsten Folge starten wir unseren neuen Rasenmäher. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.